diese, wie soll ich sagen, reichhaltigen Ideen. Ich werde sie bei meiner nächsten Fahrt im Nachtzug von Neapel nach Siracusa gerne mitnehmen und auch den italienischen Staatsbahnen übergeben, insbesondere das Thema des Rollmaterials. Ja, dafür haben jetzt, wir einen sehr guten Espresso. Das muss man wenn lassen. Der Schaffner die Kaffeemaschine mitgenommen hat, das ist die Frage, ja. Ja, Verständnisfragen jetzt aus Ihrer Sicht? Genau, wieder eine Frage aus dem Chat. Es geht ein bisschen über das Verständnis hinaus, aber es ist trotzdem noch spannend, die Frage Hochgeschwindigkeit im Nachtzug, ob das vielleicht auch noch ein Thema ist. Schnell schlafen sozusagen, ja. Ja, also ich bin ab und zu mal nach Lissabon gefahren. Das ist das Gegenteil von Hochgeschwindigkeit, hat seinen Charme, aber wenn man solche Distanzen schneller zurücklegen könnte, hätte das gewisse Vorteile. Andererseits gibt es andere Destinationen, da ist es gerade sinnvoll, wenn man nicht so schnell unterwegs ist, weil sonst ist man morgens um 4 Uhr da, das will man ja auch nicht. Bisschen eine zweischneidige Sache. Also ich denke, es hat auf gewissen Destinationen hätte das einen Vorteil. Es verbraucht natürlich auch viel mehr Energie, als wenn man irgendwie etwas langsamer fährt. Ja. Vielleicht eine Frage, wenn ich jetzt Ihre Ausführungen zusammenfasse, Rolf Wüstenhagen, habe ich das Gefühl, es läuft alles auf einen Punkt hinaus, nämlich auf Anerkennung, Respekt und Zuvorkommen gegenüber dem Bahnreisenden, der zur Nacht unterwegs ist. Ist das gewissermaßen der Kernpunkt, dass hier ein Subjekt gewissermaßen ernst genommen wird und auch komfortabel transportiert wird, wie das eben Flugpassagiere auch werden? In St. Gallen nennen wir das Kundenorientierung, aber ja, das ist tatsächlich... Ich kann dieses Vokabular nicht so gut, aber ja. Darum ja, übersetze genau. Ich gerade ja. Simultan. Ja. Ja, in der Tat. Das ist die Grundidee, dass, was halt viele andere transportnahe Branchen, also so die, sowohl die Flugbranche als auch die Automobilbranche, was ja die beiden Hauptwettbewerber sind, die können das halt sehr gut. Also die überlegen sich sehr gut, was will der Kunde, wie fühlt er sich wohl mit dem Produkt, aber auch was für einen Status bringt er damit irgendwie zum Ausdruck, wie trägt jetzt diese Wahl des Produktes zu seinem Selbstwertgefühl bei. Das ist wahrscheinlich der Punkt, ja. Also, dass man nicht mehr das Gefühl hat, man sei gewissermaßen Kunde zweiter Wahl oder irgendwie so ein leicht exotischer Öko oder eine leicht exotische Öko, sondern gewissermaßen der König, die Königin der Nacht. Sehr schön. Ja. Und damit würden wir jetzt zur Podiumsdiskussion schreiten. Wir haben lange darüber diskutiert, ob wir das stehend machen oder sitzend. Eine knappe Mehrheit hat sich für Sitzen entschieden. Und deshalb müssen wir uns unsere Stühle jetzt selber holen. Ja, ich begrüße jetzt auch Franziska Rieser hier ganz herzlich nochmal. Und ich möchte gleich mit der Frage einsteigen. Jetzt hat Stefan Keller ja seine Ergebnisse präsentiert. Das ist gewissermaßen, glaube ich, eine Premiere auch heute. Sie kennen die Ergebnisse natürlich. Jetzt, wie ist das ein Tool, ist das ein Werkzeug, mit dem Sie als Politikerin arbeiten können? Ja, guten Abend. Auch noch danke für die freundliche Begrüßung. Auf jeden Fall. Und zwar glaube ich, dass die Befragung ja doch relativ eindeutig ausgefallen ist. Also für mich zumindest überraschend eindeutig. Mut macht und Zuversicht, dass man dieses Thema wieder angehen soll.
Und ich habe das jetzt in den letzten 2 Wochen gemerkt, als ich im Nationalrat mit meiner Motion unterwegs war. Und ich habe mir das ein bisschen zur Aufgabe gemacht, mit möglichst vielen von meinen Kolleginnen und Kollegen da zu sprechen und sie um eine Mitunterzeichnung zu bitten. Und von sehr vielen kam so als erste Reaktion die Rückmeldung, ja, ja, Flugticketabgabe, das ist schon gut, das unterstütze ich auch, aber das findet einfach keine Mehrheit. Und ihnen dann sagen zu können, ja, aber doch, wir haben mit einer Umfrage gesehen, dass das ein Instrument ist, das die Bevölkerung auch trägt, glaube ich, kann doch dazu führen, dass wieder die Zuversicht da ist, das noch einmal zu probieren und auch politisch umsetzen zu wollen. Interessant jetzt, ich habe mich jetzt auch bei Ihren Ausführungen, Franziska Riesa, wie auch bei den Ausführungen von Stefan Keller, gefragt, was ist das für eine Haltung, wenn man gewissermaßen die eigene Reise, die man vielleicht vorhat, sozusagen willentlich verteuern will? Was steckt da für eine intrinsische Motivation dahinter, Stefan Keller? Sie sind Soziologe. Was passiert da in einem Subjekt, wenn er oder sie so etwas tut? Also wir bestehen nicht nur aus Wirtschaft. Das ist vielleicht mal das eine. Ich denke, wir haben verschiedene Gründe, warum wir uns für etwas entscheiden. Und gerade im Moment, gerade die Klimathematik ist immer wichtiger, wird immer wichtiger. Sie haben das auch einführend gut geschildert, meiner Meinung nach, mit den steigenden Temperaturen, die wir jetzt wirklich auch mit... Die dritte Hitzewelle, ja, die wir jetzt erleben. Und, ja. Und wir erleben sie wirklich auch am eigenen Leibe mit, sozusagen. Es ist nicht mehr die Wissenschaft, die davon redet, wir steuern auf ein großes Problem zu, sondern wir merken es selbst. Und ich denke, das ist schon auch bei der Entscheidung, gut, ich zahle zwar etwas, aber ich tue damit auch etwas für die Umwelt, und das schwingt da schon auch mit. Und eben, wie gesagt, wir sind nicht nur Wirtschaftsmenschen, wir sind auch soziale Menschen, und wir leben in einer Umwelt, die wir bewahren wollen. Aber jetzt Entschuldigung. Nur, ich habe mir das nämlich bei Ihren Ausführungen auch überlegt. Ich glaube, man braucht doch, zumindest muss man sich diesen Gedanken einmal gemacht haben, dass man sich selber auch ein bisschen tricksen kann mit einem höheren Preis. Und vielleicht ist das mit ein Grund, weshalb gerade die jüngere Bevölkerungsschicht noch eine weniger große Zustimmung gezeigt hat, weil man da sich diese Überlegungen vielleicht noch nicht ein oder zwei oder dreimal selber schon gemacht hat oder die Erfahrung dazu. Jetzt, ich kompensiere, wenn ich fliege, was wirklich sehr, sehr selten vorgekommen ist in den letzten Jahren, kompensiere ich immer meine CO2-Emissionen mit MyClimate. Jetzt, wie spielt hier die CO2-Bilanz in diese Flugticketabgabe mit hinein? Was ist ein Fernstreckenflug gewissermaßen? Ist das bereits Zürich-Paris oder ist das erst Zürich-San Francisco? Wie soll das irgendwie berechnet werden? Also bei der beim letzten Vorschlag habe ich den genauen Threshold nicht mehr ganz im Kopf, aber grundsätzlich, so wie ich das jeweils in der Diskussion empfinde, ist das etwa 1500 Kilometer, wo man ungefähr spricht, das ist ein Kurzstreckenflug innerhalb von Europa, wo auch Alternativen auf der Schiene zur Verfügung stehen. Und ein Langstreckenflug über See, wo eben keine Alternativen zur Verfügung stehen. Und da ist dann, wenn man die Klimaauswirkungen wirklich abbilden wollte, ist man dann natürlich auch mit 120 Franken noch einiges zu tief. Also da wäre man dann schon eher in den einigen Hunderten von Franken, die man noch zusätzlich auf den Preis aufschlagen müsste, um die Auswirkungen wirklich internalisieren zu können. Einverstanden? Ich denke, ja. Ist natürlich jetzt gewissermaßen nicht. Aber die Frage geht an den Ökonomen, Rolf Wiesenhagen. Ich fliege seit 3 Jahren nicht mehr, von daher habe ich die Zahlen nicht so genau im Kopf. Aber Zürich, New York, wenn ich richtig informiert bin, wir haben ja Experten im Publikum, wären etwa 2 Tonnen CO2 one way. Mehr. Und dann mehr. Kommt auf die Klasse an. Ja, klar. Aber wenn wir 2 Tonnen kompensieren wollen am europäischen ETS-Markt, dann sind wir im Moment bei knapp 200 Franken. Okay. Und jetzt, wenn Sie diese Diskussion betrachten, Rolf Wiesenhagen, würden Sie sagen, das ist jetzt auch etwas, und darum geht es uns ja eigentlich auch hier, dass die Menschen dann vom Fliegen ein bisschen
abhält und hat das tatsächlich die Lenkungswirkung, die wir uns vorstellen? Teils, teils. Also wir haben in unseren Befragungen auch ab und zu zum einen gefragt, zum Beispiel, haben Sie beim Fliegen ein schlechtes Gewissen? Interessanterweise rund die Hälfte der Bevölkerung hat ein schlechtes Gewissen beim Fliegen. Mhm. Die könnte sowas natürlich dann auch erleichtern, wenn Sie sich sagen, ja gut, ich zahle ja aber auch eine Abgabe oder ich kompensiere gegebenenfalls freiwillig. Und wir haben auch in einer anderen Befragung geschaut, wie würden Sie reagieren, wenn es eine Flugticketabgabe gibt. Und auch da wieder rund die Hälfte sagt, nun, ich würde sie zahlen und trotzdem fliegen. Und die andere Hälfte weicht eher aus oder fliegt dann nicht. Also man erreicht nicht alle damit. Man erreicht, wie das auch bei Ihrer Befragung kam, natürlich vor allem die einkommensschwächeren Schichten der Bevölkerung, weil die sich eher nicht leisten können, die anderen können sich eher leisten. Und interessanterweise auch der Röstigraben, den Sie gefunden haben, den haben wir auch gefunden. Also es ist tatsächlich so, dass die Deutschschweizer mehr flugaffin sind als die Westschweizer. Die Westschweizer eher sich Gedanken machen, eher bereit sind, nicht zu fliegen. Und das heißt, Sie haben einen wichtigen Punkt so ein bisschen eingeflochten. Die Ärmeren, sage ich jetzt mal, fliegen dann einfach weniger und den Reichen ist es egal. Das führt ja dann wieder zu einer sozialen Ungerechtigkeit und ich höre schon die Kampagne, die sagt, Flugticketabgabe ist sozial ungerecht. Fliegen nur noch für Reiche stand schon auf vielen Plakaten letztes Jahr. Das ist ein Argument, mit dem man umgehen muss. Ich denke, ein Gegenargument könnte sein, was ist, wenn man keine klimapolitischen Instrumente einführt. Der Schaden durch einen fortschreitenden Klimawandel trifft auch ärmere Schichten überproportional. Aber ja, also Klimaschäden einzugrenzen, ganz ohne Verteilungswirkung, ist relativ schwierig. Ist es denn ökonomisch sinnvoll, frage ich jetzt mal, über den Preis zu regulieren? Oder sollte nicht eher über die CO2-Menge reguliert werden, dass Sie und ich einfach pro Jahr, sagen wir jetzt mal, eine Tonne CO2 zur Verfügung haben? Wenn die aufgebraucht ist, ist dann eben fertig. Ob Sie jetzt Professor sind oder Bahnarbeiter, dann kommt es nicht mehr drauf an. Ja. Als Ökonom frage ich Sie jetzt. Ich bin Wirtschaftsingenieur von Haus aus, also insofern schaue ich die Sachen immer aus verschiedenen Perspektiven an, aber ich denke, das ist eine interessante Frage. Es gibt verschiedene Aspekte, die man berücksichtigen muss. Die eine Frage ist halt, was kriegt man in der direkten Demokratie überhaupt politisch mehrheitsfähig? Und da zeigt sich halt, dass alles, was freiwillig ist, findet leichter eine Mehrheit als alles, was irgendwie ein Zwang, ein Verbot oder ähnliches ist. Wenn es um Abgaben geht, tiefere Abgaben finden leichter eine Mehrheit als hohe Abgaben. Dann ist halt ein bisschen die Frage auch, wie man es nachher wirklich durchsetzt. Also klar, es wäre wahrscheinlich einfacher zu sagen, jeder hat nur noch so und so viele Flüge zugute und wenn das erschöpft ist, dann darf nicht er nur nicht Flüge, mehr einfach CO2. Einfach, ich habe so ein Budget pro Jahr und das darf ich verbrauchen. Genau. Ob ich jetzt irgendwie, ich weiß auch nicht, ganz viel Coca-Cola trinke, das ja auch CO2 emittiert, oder ob ich nach Paris fliege, ist ja dann egal. Ja, eben die Schwierigkeit ist, das dann durchzusetzen. Ja. Man müsste wahrscheinlich dann, man könnte sich die Szenen am Flughafen ausmalen. Aber Verbote, ich will jetzt nicht auf den Punkt beharren, aber es nimmt mich schon Wunder, Franziska Rieser, demokratietheoretisch sind ja Verbote sehr demokratisch. Tempo 30 gilt, ob ich einen Bentley fahre oder kürzlich wurde ich mit meinem E-Bike geblitzt. Das fand ich ganz ein bisschen gemein, aber ich musste mir dann sagen, Entschuldigung, ich fahre mit meinem E-Bike ja auch in der 30er-Zone zu schnell. Also trifft es eben auch mich. Verbote sind demokratisch. Verbote gelten für alle, das ist so. Auf den Flugverkehr oder auf das CO2-Budget bezogen, glaube ich, wäre es wahrscheinlich ein sehr interessantes und auch demokratisches System. Wenn Sie mich fragen würden, ob ich das unterstützen würde, dann glaube ich, würde ich sagen, ja, ich fände das sehr spannend, das mal durchzudenken. Aber, und da gehe ich mit Rolf Wüstenhagen überein, ich denke nicht, dass das ein realpolitisches Projekt ist, das in den nächsten Jahren wirklich umgesetzt werden kann. Und wenn wir sehen, dass bereits das letzte CO2-Gesetz abgelehnt wurde, glaube ich, sollten wir unsere politischen Kräfte und Ressourcen eher versuchen, auf die Pfade zu lenken, wo wir auch Erfolg sehen und mit den Auswirkungen, die nicht immer
gleich sozial sein mögen, versuchen umzugehen und da eine gute Antwort zu finden. Und bei der Flugticketabgabe in der letzten Variante war ja die Antwort die Rückverteilung von 50% der Flugticketeinnahmen, was eigentlich die soziale Auswirkungen durchaus aufgefangen hätte, wenn es denn verstanden worden wäre. Ich glaube, da war mir die Kommunikation dann die Frage oder schlussendlich auch, weshalb es dann die Bevölkerung das Gesetz abgelehnt hat. Ich denke, das sehen wir auch in der Umfrage. Wir haben ja diesen Aspekt auch drin, ob es rückverteilt werden sollte. Und da ist die Zustimmung relativ klein. Und da kann man auch davon ausgehen, dass auch das Verständnis vielleicht nicht so da war für diese Frage, was jetzt genau damit gemeint ist. Also ich glaube da, also da ist wahrscheinlich eher die Politik dann gefordert, da verständlich zu sagen, was bedeutet es denn, wenn jetzt rückverteilt wird. Das eben bedeutet, wenn ich einmal fliege im Jahr, dann bekomme ich reell was zurück im Vergleich zu der Person, die dann vielleicht jeden Monat mal fliegt, wo es dann anders aussieht. Also bei der Rückverteilung, das sehe ich auch ganz ehrlich, ich fand es ein sehr interessantes, sehr klares Ergebnis. Das deckt sich mit meiner Einschätzung, auch mit einigen Befragungen. Martina Rothenberger sitzt hier im Publikum, hat ihr in der Masterarbeit auch die Frage gestellt, wie viele Leute denn wirklich bewusst wissen, dass sie schon Rückverteilung bekommen. Und man kann es ja selber das Experiment machen, mal auf der Krankenkassenrechnung die kleine Zeile zu finden, die heute schon die Rückverteilung darstellt. Das wissen ganz viele Leute nicht. Also wenn man darauf setzen wollen würde, wie das ja manche Parteien gerne möchten, weil sie denken, das ist halt die reine Lehre des Marktes, dass man alles wieder zurückgibt, dann müsste man auf jeden Fall an der Kommunikation arbeiten, mindestens mal die Schriftgröße auf der Krankenkassenrechnung erhöhen. Noch besser vielleicht, so wie das der frühere US-Präsident dann ja mal gemacht hat, so viele Schecks von Hand unterschreiben und ganz groß drucken. Das ist wahrscheinlich der Weg, um das wirklich ins Bewusstsein der Leute zu bringen. Aber widerspiegelt sich, wir kommen gleich dann auf die Thematik Nachtzüge auch gleich noch, aber trotzdem dieser Punkt noch, widerspiegelt sich hier auch so etwas wie das Bedürfnis eben zu kompensieren, indem eben sehr viele sich ja dafür ausgesprochen haben, wir möchten gerne in der Schweiz kompensieren. Also dieser Kompensationsgedanke, der ja auch bei MyClimate und anderen Instrumenten da ist, widerspiegelt der sich hier auch in dieser Umfrage? Vielleicht. Ich glaube, was sich widerspiegelt, ist so das Bedürfnis, was etwas für die Umwelt zu tun. Okay. Ob es explizit das Kompensieren ist, muss nicht zwingend sein, aber es ist eine hohe Zustimmung für einen umweltpolitischen Entscheid, den man für sich auch vielleicht getroffen hat, dass man da was machen will. Ja. Würden Sie das unterstützen? Ja, also ich meine, dem stimme ich zu. Gleichzeitig denke ich mir, man muss natürlich, also solche Fragen werden auch immer, also da spielen gewisse Stichworte manchmal auch eine Rolle und da stand das Wort Schweiz drin. Also man spricht auch ein bisschen den Patriotismus an, wenn man sagt, das Geld bleibt hier. Nicht St. Gallen, aber immerhin Schweiz. Ja, ja, stelle ich mit Schmerzen fest. Aber ja, genau. Jetzt abschließende Frage zu dieser Thematik würde mich wundern nehmen, Franziska Rieser und vielleicht auch Sie, Stefan Keller. Wir müssen ja die Flugbewegungen reduzieren. Gibt es denn Berechnungen, gibt es Berechnungsmöglichkeiten, wo wir sagen können, mit dieser Flugticketabgabe reduzieren wir so und so viel Flugbewegungen? Oder wird es denn einfach so sein, ich bin ein bisschen polemisch, dass die Swiss, weil eben mehr Menschen reisen, die viel Geld haben, dann einfach die erste Klasse vergrößern? Wie viel Flugbewegungen sparen wir konkret ein? Also mit einer Flugticketabgabe haben wir ja eben ein Lenkungssystem oder wir hoffen uns eine Lenkungswirkung über den Preis. Das sind dynamische Effekte, die schwer vorauszusagen sind. Meines Wissens nach gibt es kein Modell oder keine Prognose, die sagt, genau so und so viel weniger Flugbewegungen werden wir haben. Und gerade deshalb ist es ja wichtig, dass wir parallel dazu eben auch die Alternativen attraktiv machen, dass es auch die Möglichkeit gibt, nicht einfach nur weniger zu fliegen, sondern trotzdem das Mobilitätsbedürfnis zu befriedigen, aber eben mit einem anderen, klimafreundlicheren Verkehrsmittel. Und das moderatorisch auch schon der Übergang geschafft zum nächsten Thema, sehr elegant gelöst. Möchten Sie noch ergänzen, also Stefan Keller? Ich möchte vielleicht noch, Herr Wüstenhager hat das auch schon so angetönt, es ist halt eine Frage, wo setzt man den Preis an? Und da ist wirklich
eben diese demokratische Frage. Also wenn man es zu hoch macht, dann wird es nicht mehr angenommen. Wenn man es zu tief macht, dann hat es keine Lenkungswirkung mehr. Ich glaube, das Problem hat man immer bei Lenkungsabgaben. Und da, ja, da muss man einen Zwischenweg finden. Und dann weiß man wahrscheinlich wirklich nicht, wie viel es dann wirklich bringt. Aber es ist, etwas zu haben ist immer noch besser als nichts zu haben. Manche Länder versuchen es über so eine Stufenlösung. Also in Deutschland hat man den CO2-Preis eingeführt und gleichzeitig beschlossen, dass er dann pro Jahr um so und so viel steigt. Mhm. Das ist so eine Möglichkeit, so ein bisschen den Mittelweg zu finden. Mhm. Oder man geht eben doch dann den Weg nicht über die Lenkungsabgabe, sondern über ein Verbot. Und ich meine da, das EU-Parlament hat gerade eine wegweisende Entscheidung getroffen zum Verbot des Verbrennungsmotors. Mhm. Zwar nur auf dem Boden, nicht in der Luft, aber ist ja mal ein erster Schritt. Also an irgendeinem Punkt, also ich meine, beim Straßenverkehr ist das jetzt eine relativ leichte Sache, weil es eben ja inzwischen Alternativen gibt, andere Motoren zu verwenden, weil es inzwischen Automobilhersteller gibt, die auch ein eigenes Interesse daran haben, so eine klare Regelung zu haben. Früher oder später, denke ich, wird die Luftfahrt vielleicht auch dahin kommen, dass sie Alternativen hat und dann kann man vielleicht ein bisschen mutiger werden und sagen, jetzt kann es auch mal in Richtung von einem Verbot gehen. Ja. Vielen Dank, aber kommen wir doch jetzt eben zu diesen Alternativen. Und da haben Sie ja ein schon fast flammendes Plädoyer gehalten, Rolf Wüssenhagen, für den Nachtzug. Sehr vieles, ich habe schon gesagt, hat mich angesprochen. Jetzt auch diesbezüglich die Frage an Sie, Franziska Rieser, unter der Bundeshauskuppel. Ist da das Thema Nachtzug irgendwie ein Thema? Redeten die Parlamentarierinnen und Parlamentarier über dieses Thema? Ist das auf dem Tapet tatsächlich angekommen als eine Mobilitätsform der Zukunft? Ich würde sagen, die Nachtzüge sind wieder ins Bundeshaus eingefahren. Seit etwa 3 oder 4 Jahren wird das wieder thematisiert und vor allem, man findet wieder Mehrheiten dafür. Und zwar nicht einfach nur von den üblichen Verdächtigen, sondern bis weit in die Mitte, GLP, FDP-VertreterInnen, die sich für die Förderung von Nachtzügen aussprechen. Und ja, ich glaube, das zeigt schon auch vielleicht ein bisschen das Abbild der größeren Sensibilität, die auch in der Bevölkerung für dieses Thema jetzt in den letzten Jahren gekommen ist, dass da von der Politik aufgenommen wurde und da jetzt die Bereitschaft und der Wille da ist, in diesem Bereich zumindest langsam wieder ein bisschen vorwärts zu machen. Wir haben es gehört, vor 25 Jahren war das Netz durchaus schon auf einem anderen Stand als heute. Und jetzt ist das ja ein Paradigmenwechsel, oder? Wir haben gelernt, Reisen soll schnell vor sich gehen, oder? Es gab mal eine Zeit, da gab es diese Überschallflugzeuge, Concorde und wie hieß die andere, Tupolev, die Konkurrenz, Mach 1 oder 2 und jetzt plötzlich Langsamkeit der Soziologe hier in der Runde. Warum sollen wir jetzt plötzlich wieder Langsamkeit lernen? Also es ist ja nicht nur Langsamkeit, also ich glaube, Herr Wüssenhagen hat das auch ganz eindrücklich gezeigt, es ist ja auch Aber Komfort. Man ruckelt schon ein bisschen durch die Landschaft im Moment, man zuckelt durch die Landschaft, aber man nutzt eine Zeit, die man sonst schlafend verbringt, also man verbringt sie daher auch schlafend. Also es ist, also ich, wenn ich aus eigener Erfahrung sprechen kann, wenn ich nach Paris fahre, da ist es kein Nachtzug, aber ich denke, die Zeit im Zug kann man einiges besser nutzen, wie die Zeit beim Check-in und beim Check-out. Und dann Fliegen ist auch Stress, also kann man auch mit Stress verbinden. Und ich glaube schon, dass das halt in unserer Welt, wo immer alles schneller gehen muss und immer überall die Terminkalender sind voll, man findet keine freien Slots mehr, da ist halt so ein bisschen mal ein bisschen runterkommen, sicher eine gute Wahl. Also eine neue Kultur, oder? Eine neue Kultur, über die wir aber auch, ja, vielleicht auch sprechen müssen, die wir auch wertschätzen müssen. Wir haben das schon ein bisschen angesprochen. Ja, vielleicht auch eine die Entdeckung der Langsamkeit. Eine Gegenbewegung zum aktuellen, also was aktuell da ist. Wir sind immer noch in dieser sehr schnellen Gesellschaft gefangen, wie man sagen. Wir haben jetzt 2 Jahre Pandemie erlebt, die hat entschleunigt auch, also an vielen Stellen entschleunigt. Vielleicht ist das auch etwas, was man vielleicht auch da mitnehmen, aber
viel Negatives in der Pandemie, aber etwas Positives, was man vielleicht daraus mitnehmen kann, ist diese Entschleunigung und eben vielleicht ein Wandel, der einsetzt, ein gesellschaftlicher Wandel. Das passiert nicht von heute auf morgen, aber da könnte man das schon so sehen. Ja, und ich denke, es erfordert aber auch halt ein Umdenken. Also dieses Denken in Produktivität statt jetzt in reiner Netto-Reisezeit, das ist halt wesentlich. Also wenn man mit Studierenden spricht, die irgendwo in Europa hinreisen, auf den ersten Blick sagen die dann, naja gut, nach Berlin fliegen kostet mich 1,5 Stunden, nach Berlin mit dem Zug fahren sind 10 Stunden. Wenn Sie dann mal überlegen, ja gut, ich muss noch zum Flughafen kommen, in Berlin ist der Flughafen inzwischen auch weit draußen, dann muss ich irgendwie in die Stadt kommen, vielleicht kommt man dann irgendwie brutto doch eher auf 4 Stunden oder so und die Zeit im Zug, wie gesagt, kann man nutzen und dann wird es natürlich eine andere Überlegung. Genauso mit den Nachtzügen. Jetzt zum Beispiel in diesem einen Kurs, den wir hatten mit der ÖBB, haben wir dann halt die Zwischenpräsentation in Wien gehabt und dann sind viele der Studierenden zum ersten Mal mit dem Nachtzug gefahren. Es war aber extrem produktiv, weil man konnte abends in St. Gallen einsteigen, musste in Buchs noch umsteigen, konnte dann aber nahtlos durchfahren, kam morgens in Wien an, hat dort einen halben Tag produktiv mit dem Kunden sozusagen gearbeitet. Die einen haben noch einen halben Tag in Wien verbracht, die anderen sind direkt zurückgefahren und alle hatten das Gefühl, ja, das ist ja eigentlich total effizient. Während man halt vorher überlegt, oh, dauert so lange. Das sind zwei unterschiedliche Perspektiven. Sie haben das Stichwort gebracht, effizient, oder? Dass man irgendwie zwischen Zeit, Ressourceneinsatz und auch noch ein bisschen Erholung irgendwie dieses Gesamtpaket als effizient für das Leben verkaufen müsste. Ist das das Stichwort? Ja, und sich auch einfach die Alternativen nochmal vor Augen führen. Ich meine, es gibt Situationen, da ist es mit dem Flugzeug wahrscheinlich effizienter, aber wenn ich morgens um 9 in Wien sein muss, dann, also weiß nicht, um 3 Uhr aufzustehen, um zum Flughafen zu fahren und dann dahin zu fliegen und dann da in die Stadt zu kommen, ist sicher nicht besser, als sich abends in den Nachtzug zu legen. Und ich glaube, ein Aspekt ist vielleicht auch noch, dass Termine, bei denen es wirklich so effizient auf die Zeit bezogen sein muss, dass die auch abnehmen dürfen. Also ich glaube, es gibt heute andere Möglichkeiten, wenn man sich nur für eine kurze Sitzung trifft, ein Austausch, 1 Stunde, 2 Stunden, dann muss man nicht auf Amsterdam fliegen oder auf Brüssel, sondern man kann über Videokonferenzen sich auch da zuschalten und die Diskussion führen. Und ich glaube, auch das führt dazu, dass für die Termine, die man reisen muss, sich man dann dafür ein bisschen mehr Zeit nehmen darf. Ich komme gleich zu Ihnen, mit der Diskussion auch mit Ihnen, aber noch eine Frage nehme ich ja schon Wunder. Wir haben ja jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, oder? Also die Diskussion läuft ja schon seit länger, nicht nur zu den Nachtzügen, sondern auch zu anderen Maßnahmen im Klimabereich. Jetzt sagen Sie eben, das braucht auch wieder seine Zeit, bis dann diese Nachtzüge mal da sind und bis die Kredite gesprochen werden, eindrückliche Zahlen auch von Ihnen, wie viel das kosten würde im Vergleich zu einem Autobahnteilstück. Jetzt, wo stehen wir da? Wie viel Tempo ist drin in dieser Geschichte unter der Bundeshauskuppel? Dass die Züge da mal eingetuckert sind, haben wir gehört, aber fahren sie denn auch mit dem gehörigen Tempo wieder los? Ja, es sind schon noch keine Hochgeschwindigkeitszüge. Ich glaube, das sieht man daran, dass ja eigentlich der Ausbau der Nachtzüge noch weiter geplant gewesen wäre und jetzt gestoppt wurde oder nicht umgesetzt wurde bisher, weil eben die Finanzierung nicht gekommen ist. Da glaube ich, könnte man schon noch mehr aufs Gaspedal drücken oder besser vielleicht eben in den Hochgeschwindigkeitszug einsteigen. Ein Punkt ist aber sicherlich auch, also es braucht einfach nur für die Umsetzung, es braucht die Züge, es braucht das Rollmaterial und es braucht auch die Trassen und es braucht vor allem verfügbare Trassen. Und wir haben an einer früheren Veranstaltung von einem Vertreter der SBB zum Beispiel gehört, dass es nicht ganz einfach ist, eine Schiene zu bekommen für einen Nachtzug nach Rom, der zu einer vernünftigen Zeit da morgens auch ankommt. Also es sind auch logistische Fragen, es sind Fragen, wie man mit anderen Anbietern von Zügen umgehen kann, um eine gute Lösung zu finden. Aber ja, ein bisschen mehr Tempo, das würde auf jeden Fall noch drin liegen. Ja, da lobe ich mir den Schaffner, der jeweils im Nachtzug vor Siracusa, wenn man in Messina dann angekommen ist, durch den Zug geht und sagt, wir werden heute eine halbe Stunde früher in Siracusa eintreffen. Das finde ich dann irgendwie ganz sympathisch. Also die Ferrovia dello Stato kann das offenbar. Ja, ich komme zu Ihnen. Was sind Ihre Anliegen, Ihre Gedanken, was für Fragen möchten Sie stellen? Ja.
Ja, vielen Dank für die Ausführungen. Ich denke, eine Flugticketabgabe von 150 Franken oder 50 Franken, 200 Franken, mit dem rettet man das Klima nicht. Und die Flugpreise, die sind immer noch viel günstiger als vor 40 Jahren, real gesehen. Und das ist doch die Katastrophe. Also wir müssen die Flugbewegungen unbedingt massiv reduzieren. Also ich wäre für ein Verbot der Kurzstreckenflüge. Gibt es ja Beispiele. In Frankreich hat man das gemacht. Mhm. Da ist Kurzstrecke sehr kurz definiert, aber immerhin. Also insofern, in manchen Ländern gibt es diese Diskussion, in Österreich wird auch diskutiert. Also ich denke, das könnte auch ein sinnvolles Element sein. Entschuldigung, ich nehme hier und hier und nachher komme ich zum Chat. Entschuldigung, ja. Bei dem Herrn da hinten und dann gleich nach hinten, ja. Ja. Eine technische Frage zur Flugticketabgabe. Wenn ich Zürich, London, Zürich buche, in der Schweiz zahle ich einmal oder zweimal diese 30 Franken. Wenn ich in London mit irgendeiner Fluggesellschaft, nicht mit Swiss oder Easy, die da fliegen, nach Zürich und zurückfliege, bezahle ich sicher keine Flugticketabgabe. Wie soll das aussehen? Sie fahren zuerst mit dem Nachtzug nach London, um dann nach Zürich zu fliegen und dann wieder zurück. Irgendwie so. Ja. Ja, wie geht das? Aber es sind ja die technischen Sachen, die dann Kopfzerbrechen bringen. Und nicht die schönen Worte der Politiker in den Parteien. Ja, aber das ist sicherlich ein Punkt, den Sie aufbringen. Wir können mit einer Flugticketabgabe aber nur den Schweizer Raum abdecken. Das ist das, was wir hier für eine Möglichkeit haben. Positiv stimmt uns vielleicht, dass viele Länder um die Schweiz herum bereits eine Flugticketabgabe haben. Wir sind da ein bisschen ein weißer Fleck auf der Landkarte, in vielen Ländern zwar etwas tiefer, als wir es angedacht hatten und jetzt wieder andenken, aber nichtsdestotrotz, also eine Flugticketabgabe wird meistens schon entrichtet. Ich glaube aber, dass man auf die Flugticketabgabe setzt, ist genau der Grund, weil sie sich auf den Schweizer Raum bezieht, weil die Alternative wäre ja, dass man sagt, man besteuert direkt das Kerosin, was wir auch kurz gehört haben, ja eine der Ungerechtigkeiten gegenüber anderen Verkehrsträgern ist, dass da keine Besteuerung besteht. Und da ist die Hürde zumindest politisch noch größer, weil viele dann darauf verweisen, dass man das international koordiniert machen muss, was noch einmal wahrscheinlich ein längerer Prozess wird. Und mit einer Flugticketabgabe können wir zumindest in der Schweiz schon einmal einen ersten Pfeiler setzen. Womit wir beim Thema die Macht der Erdölkonzerne wären, wenn wir über die Kerosinabgabe sprechen. Ja, ja, wie schon angesprochen, in den letzten Jahren sind die Flugpreise... Bleiben wir bei Hochdeutsch bitte, ja, einfach für unser klar, Publikum. Wie schon angesprochen, in den letzten Jahren sind die Flugpreise ja runtergepurzelt. Die Nachtzugpreise sind auch ein bisschen gefallen, aber nicht so extrem. Was können die Nachtzugbetreiber bezüglich Effizienz von den Fluggesellschaften lernen? Oder gibt es da Fehler vielleicht, die gewisse Betreiber von Nachtzügen in den letzten Jahren gemacht haben, dass die mit dem Preis und der Kundenorientierung nicht mitgezogen sind? Also wenn Sie keine Energie und keine Mehrwertsteuer zahlen, dann sind Sie schon einen guten Schritt weiter. Da können die Nachtzugbetreiber ja nichts dran ändern. Bei den Nachtzügen ist es halt so, man hat sehr hohe Fixkosten. Insofern so genau zu rechnen, wie wirtschaftlich das ist, ist schwierig. Und da hat man ja zum Beispiel gesehen, die Deutsche Bahn hat das so gerechnet, dass sie gesagt haben, ist komplett unwirtschaftlich. Und kurze Zeit später haben die ÖBB es übernommen und haben gesagt, wir können damit Geld verdienen. Die Trassenpreise sind ein wesentlicher Punkt. Also da könnten die Netzanbieter was dran ändern. Das scheint offenbar vor allem in Frankreich ein Thema zu sein, wo man sehr hohe Trassenpreise zahlt. Und die Netzbetreiber haben halt ein Monopol. Also wenn die ÖBB nach Paris möchte, dann muss sie über französische Schienen fahren. Und da könnte man als Regulator ansetzen und sagen, man reduziert diese Preise. Die Nachtzugbetreiber an sich haben, glaube ich, gar nicht so viel Stellschrauben, um dann wirklich was zu ändern an den großen Kostenblöcken. Vielen Dank. Dann würde ich ganz kurz zum Chat kommen, Tanja.
Genau, im Chat gab es noch eine Frage zur Umfrage. Da wurde gefragt, weshalb oder was die Erklärung ist, dass die Nachtzüge jetzt im Vergleich zu der etwas schwammigen Formulierung von Klimaschutz in der Schweiz schlechter abschneidet. Ist das eine negative Aussage zu den Nachtzügen oder ist das einfach, weil es viel konkreter ist? Oder gibt es noch andere Gründe dafür? Also es ist sicher nicht negativ zu den Nachtzügen. Das Zweite würde ich schon unterschreiben. Also da haben wir sicher einen Punkt. Wir haben diese vier Dinge, die abgefragt wurden, wurden nicht alle auf der gleichen Flughöhe, sage ich jetzt mal, um da beim Vokabular zu bleiben, abgefragt. Kann man schon... Nicht die gleiche Zugslänge, könnte man auch sagen. Nicht die gleiche Zugslänge, genau, danke. Also da ist schon Zustimmung zu einem eher größeren Oberbegriff, die ist eher mal höher, weil da spielt ja sehr vieles rein, was man machen kann. Da muss man sich auch noch nicht entscheiden für etwas, sondern man will etwas fürs Klima tun. Und das Nachtzugnetz jetzt in dem Fall ist schon ein viel konkreterer Punkt, wo man vielleicht auch in dem Moment, wo man befragt wird, auch nicht alle Informationen zur Verfügung hat, die ich jetzt brauche, um konkret hier mir gerade schnell eine Meinung zu bilden. Also darum so eins zu eins vergleichen würde ich die zwei Ergebnisse da nicht. Danke. Im Moment keine Frage aus dem Chat, dann komme ich gerne hier hin, nachher hier und dann nach hinten. Ja. Ich würde auch nochmal gerne auf die Umfrage zurückkommen, Herr Keller. Sie hatten ja Unterschiede festgestellt zwischen der Westschweiz und der deutschsprachigen Schweiz. Sie haben den Röstigraben auch identifiziert, Herr Wüstenhagen, und Sie haben es so schön auf den Punkt gebracht. Das sind also die Westschweizerinnen über 40, die offenbar eine andere Einstellung dort vertreten zu diesen Themen, die hier interessieren. Und jetzt würde mich eigentlich mal interessieren, das könnte ja ein Role Model sein. Also was ist sozusagen, was zeichnet genau diese Gruppe aus und was können wir von denen lernen? Also müssen wir da genauer hinschauen, was sind sozusagen noch die dahinterliegenden Einstellungen? Vielleicht, bevor wir über Kompensation diskutieren oder sowas, könnte man ja versuchen, zumindest mal eine Einstellungsänderung herbeizuführen. Ob das auf der Verhaltensebene dann noch niederschlägt, das ist immer noch eine andere Frage, das wissen Sie besser als ich. Also eine aber, Persona gewissermaßen, ein Role Model, wie Sie gesagt haben. Ja, nein, mich würde zunächst erst mal interessieren, bevor man das Role Model formuliert, was zeichnet die Westschweizerinnen ab 40 aus, dass die so anders denken? Also erstmal zu konkretisieren, wir können nicht von den Westschweizerinnen ab 40 sprechen, die Gruppen sind wie untereinander, also schauen wir separat an, Wenn wir uns mal den Röstigraben, sage ich jetzt mal, anschauen, wir haben da eigentlich fast immer die Tendenz, dass in der Westschweiz eher linkere Ansichten Zustimmung finden und eher grünere Ansichten Zustimmung finden. Das sind sicher kulturelle Unterschiede, die wir da ausmachen können, wo die Deutschschweizer und die Westschweizer ein bisschen anders ticken, sage ich jetzt mal. Da würde es sicher helfen, wenn die Deutschschweizer mal Wein trinken gehen würden in der Westschweiz. Beim Geschlecht ist auch da, ist eigentlich diese Tendenz, dass Frauen eher linker und grüner nicht nur abstimmen und wählen an der Urne, sondern eben auch bei gesellschaftspolitischen Fragen und sozialen Fragen. Da diese Tendenz sehen wir eigentlich fast immer, fast in allen Umfragen. Und das Dritte war das Alter, also auch da ist halt gerade bei Umwelt, ich glaube, das habe ich schon erwähnt, bei Umweltthemen sind gerade die Älteren noch viel mehr, haben sich mit dem Thema auseinandergesetzt. Was man vielleicht noch sagen muss, die junge Klimabewegung, die ja auch aufstrebend ist, die sehen wir natürlich in dieser Umfrage auch nicht. Da ist wahrscheinlich die Methode auch nicht die richtige, dass wir telefonisch befragen. Da haben wir Leute irgendwo zwischen... Da fängt es bei 15 Jahren an, das geht vielleicht bis 25 Jahren. Und diese Bevölkerungsgruppe ist auch in der gesamten Umfrage wahrscheinlich nicht so stark vertreten, als dass man diesen Effekt sehen würde. Rolf Wüstenhagen? Ich wollte den Gedanken mit dem Role Model noch aufgreifen.
Also ich denke, das ist insofern eine gute Überlegung, als natürlich man identifiziert sich mit anderen Leuten und das hat auch einen Einfluss auf das eigene Verhalten. Wichtig ist aber, glaube ich, zu verstehen, dass man halt in der Kommunikation dann Vorbilder finden muss, die nahe an der eigenen Identität dran sind. Also es würde jetzt nicht helfen, wenn Sie Toni Brunner erzählen, werden Sie doch so wie die 40-jährige Westschweizerin, sondern stattdessen, Sie müssten Ihnen vielleicht eher sagen, schauen Sie mal, hier in Toggenburg gibt es viele Leute, die mit dem Nachtzug fahren. Also insofern überlegen, wer könnten Role Models sein, ja, aber die müssen differenziert sein und nah an der Zielgruppe. Konzernverantwortungsinitiative als Positivbeispiel. Die Tatsache, dass da viele Leute aus dem kirchlichen Umfeld involviert waren, war sehr geeignet, um halt Leute in der CVP oder in den Mittelparteien mitzunehmen, weil das so ein bisschen eben ein Role Model quasi im eigenen Umfeld war. Und man nicht so sagen konnte, naja, die Franziska Riese ist dafür, aber dann bin ich doch als FDP oder SVPler schon mal per se dagegen. Danke. Kommen wir zu Ihnen. Ja, also meine Frage richtet sich an Sie, Frau Rieser. Sie sitzen ja als Nationalrätin vielleicht am größten Hebel hier im Raum, was die politische Wirkung angeht. Und Sie haben ja auch Ihre Motion erwähnt. Ich weiß nicht, wie viel Sie da preisgeben können, dürfen oder wollen, aber wie muss man sich jetzt diesen Prozess vorstellen? Nehmen Sie diese Umfrage, die heute präsentiert wurde, und schauen sich an, okay, Abgabe 30 Franken Kurzstreckenflug, 120 Langstreckenflug, das gibt eine Mehrheit, übernehmen wir. Die allermeisten wollen Schweizer Klimaprojekte unterstützen mit dem Geld. Okay, wir 50% des Geldes geht in die Klimaschutzprojekte. Da muss man ja eh noch schauen, okay, Lenkungsabgabe, rein theoretisch muss ja ein gewisser Anteil wirklich zurück an die Bevölkerung. Also können Sie da schon ein bisschen Einblick geben, wie das vonstatten gehen wird, beziehungsweise gibt es da auch eine Zusammenarbeit Ihrerseits mit dem VCS, die ja selber auch anscheinend an einer Initiative arbeiten. Was können Sie dazu sagen? Das ist eine sehr spannende Frage und vielleicht vorab habe es mir sogar noch einfacher gemacht. Ich habe die Frage nämlich mal noch vor mich hergeschoben und gesagt, das soll dann in der Kommission diskutiert werden. Weil schlussendlich ist es genau, wie Sie es formuliert haben, am Schluss braucht man eine Kombination, die eine Mehrheit findet. Und ich glaube, eine Umfrage, wie wir sie gehört haben, kann mithelfen, abschätzen zu können, was wäre dann mehrheitsfähig. Ich habe jetzt bei meiner nicht repräsentativen Umfrage die letzten Wochen und Tage bei meinen Kolleginnen und Kollegen beides gehört. Es gab diejenigen, die gesagt haben, sie unterstützen eine Flugticketabgabe nur, wenn es eine 100%ige Rückverteilung gibt. Und es gab die anderen, die gesagt haben, sie wollen keine Rückverteilung, sie wollen, dass das Geld zu 100% in den Klimaschutz investiert wird, weil sie nicht in eine Lenkungswirkung glauben in dieser Größenordnung, sondern wirklich das mehr als Finanzierungsquelle betrachten. Und ich glaube, zwischen diesen Polen gilt es dann, den politischen Kompromiss zu finden und üblicherweise macht man das dann in der zuständigen Kommission. Und wie die Motion jetzt formuliert, es ist sehr offen, das heißt, es ist noch nicht definiert, wie das Geld verwendet wird. Es ist auch noch nicht der Rahmen definiert, in welcher Größe es ist. Als Vorschlag aufgenommen haben wir die nicht die statische Methode wie das letzte Mal, sondern wie es in der Frage vorhin erwähnt wurde, dass es eine kilometerabhängige Flugticketabgabe sein könnte, also ein Rappen pro Flugkilometer zum Beispiel und eine zusätzliche 20-frankige relativ tiefe Flugticketabgabe, das käme dann gerade so etwa in den gleichen Range wie diese 30 bis 120 Franken. Aber das sind alles Detailfragen, ja, die dann noch in der Kommission zu definieren sind. Vielen Dank. Aus zeitlichen Gründen kann ich jetzt keine weiteren Fragen mehr nehmen als diejenigen, die sich gemeldet haben. Und wir kämen zu Ihnen. Okay, eine Frage an Herrn Wüstenhagen noch, weil Sie auch den internationalen Vergleich gemacht haben. Während wir jetzt auf dieses ganze Rollmaterial warten und noch viele Jahre warten und so weiter, eine Sache beim Nachtzug ist ja auch, dass es sehr unflexibel buchbar ist, also man muss ja schon sehr überzeugt sein, um da ein Ticket zu bekommen, frühzeitig buchen, Monate vorher, teuer. Und es gibt ja auch viele Züge, die nachts fahren. Das sieht man ja immer wieder, es sind Züge unterwegs, sie fahren nachts um 1 los, dann sind sie um 8 in Hamburg oder so. Ich weiß gar nicht, also da schläft man halt wahrscheinlich nicht, sondern man sitzt. Ja. Gäbe es nicht auch die Möglichkeit, diese Züge, die normalen Züge, einfach ein bisschen so umzurüsten, dass man da nachts mitfahren kann, dass es einfacher ist, so ein bisschen mehr in die Breite geht und noch mehr Publikum mitnimmt?
in diese Nachtzugreisen und weg vom Flug bringt, anstatt auf diese wenigen Nachtzugplätze zu setzen, die dann sowieso erst spät kommen irgendwann, wenn noch ganz viel gut geht, politisch und wirtschaftlich und technisch? Ich glaube, es sind verschiedene Zielgruppen. Meine Tochter ist gerade 18 geworden, die fährt auch nachts mit dem ICE nach Hamburg. Ich komme gerne einigermaßen ausgeschlafen an. Also je nachdem, wen man erreichen möchte. Wenn man halt sagt, man möchte einfach generell zum Beispiel junge Leute, die wenig Budget haben, erreichen, dann kann man natürlich auch auf solche Lösungen ausweichen, die jetzt nicht das Ausmaß an Komfort bieten, was man halt irgendwie sonst vielleicht irgendwie, wenn man vorher hinreisen würde, im Hotel erwarten würde. Wenn man halt im großen Umfang Familien, die dann irgendwie hinterher einen entspannten Urlaub haben möchten, oder Geschäftsreisende, die dann irgendwie einen produktiven Arbeitstag haben möchten, glaube ich, ist es schon gut, ein Bett anzubieten. Und ob man die Züge umrüstet, ich meine, das ist eines der großen Themen für die Nachtzugbetreiber. Die haben halt eigentlich ein Rollmaterial, was immer zwei Drittel des Tages stillsteht. Genau deswegen auch. Es war ja letztes Jahr, bei der letzten Veranstaltung war das ja mein Thema, dass die SPD ja auch sagt, ist total unrealistisch, man muss sich was anderes einfallen lassen. Ja. Ich meine, es gibt ja die guten alten Nachtzugabteile, die man so umfunktionieren kann zum Sitzen und Liegen. Oder wenn man irgendwie transsibirische Eisenbahn fährt oder so, wird das ja auch ein paar Mal gemacht. Das ist ein Lösungsansatz. Man kann sich überlegen, braucht man in Städten, wo die hinfahren, tagsüber Betten? Könnte man sich überlegen, ob sie irgendwie sonst noch vermietet werden, als Meditationsraum oder was auch immer. Aber ja, das ist eine Herausforderung. Und ich denke, jetzt alle im Saal genau das Gleiche, ja. Die Tagzüge sind halt inzwischen relativ spezialisiert auf ihren Zweck optimiert. Also da den TGW-Betreiber werden sie wahrscheinlich nicht dazu bekommen, dass er jetzt noch ein paar Mal umbaut im Laufe des Tages. Vielen Dank. Dann kommen wir noch zum Chat und nachher hier noch zu einer letzten Frage. Ja, die Frage aus dem Chat passt gerade sehr gut zu dem, was wir vorher gesprochen haben. Es geht so um die Frage, ist es realistisch, die Kapazitäten des Flugverkehrs auf die Schiene zu bringen? Rein kapazitätsmäßig, also nicht wegen, ist es beliebt oder Preis oder so, sondern einfach, haben wir überhaupt den Platz auf der Schiene und dann noch im Speziellen bei den Nachtzügen. Ist das möglich? Eine gute Frage. Ich glaube, das 9-Euro-Ticket ist gerade ein sehr interessantes Experiment in Deutschland, wo die Kapazitäten sehr stark ausgereizt werden. Man kann schon viel rüberbringen, aber wenn das ein größerer Trend wird, glaube ich auch, muss man mehr investieren. Und da wäre ich halt dafür zu sagen, ja, dann verzichten wir vielleicht nicht nur auf das halbe, sondern sogar auf das ganze Autobahnprojekt in St. Gallen und dann können wir noch ein paar Züge mehr kaufen. Finde ich ein sehr guter Vorschlag. aber ich würde sagen, noch politisch sehe ich es auch nicht als Ziel, die gesamte Kapazität vom Flug auf den Zug zu bringen. Gerade wenn wir denken, diejenigen, die schnell fürs Wochenende nach New York chatten, um da einkaufen zu gehen oder eben für eine Sitzung 2 Stunden irgendwo innerhalb von Europa herumfliegen. Also diese Mobilität, glaube ich, auf die kann man auch verzichten oder sie mit einer Aktivität ersetzen, die dann eher regional, lokal ist, dass man eben vielleicht in die Altstadt geht und sich dort seiner Shoppinglust frönt und das nicht unbedingt in New York tun muss. Die Läden sind ja ohnehin immer die gleichen, oder? Kommt ja nicht drauf an. Letzte Frage hier noch. Ja. Okay, also ich hätte noch eine grundsätzliche Frage in die Runde. Also die Abschaffung der oder die Wiedereinführung der Steuer auf Kerosin, müsste man das nicht mit einbeziehen, wenn man jetzt die Individuen zahlen lässt fürs Ticket, also eigentlich den Fokus wieder auf die Konzerne lenken, als flankierende Maßnahme für die politische Diskussion? Also mich stresst das sehr, dass diese Steuerbefreiung des Kerosins macht mich eigentlich ziemlich sauer. Das kann ich sehr gut nachvollziehen und ich glaube nicht nur eine flankierende Maßnahme, sondern sie wäre eigentlich die elegantere Lösung, also eine Flugticketabgabe, wenn man das Kerosin anständig besteuern würde, wie das ja auch bei Benzin und Diesel gemacht wird. Nun gibt es diesen Staatsvertrag von den 1960er Jahren, das Chicago-Abkommen, und das wird zumindest in der Schweiz so ausgelegt, dass man
international keine Kerosin besteuern darf. Es gibt jetzt auch Stimmen, die sagen, nein, das ist gar nicht so, das wird falsch ausgelegt, das bezieht sich nur auf Kerosin, das im Flugzeug schon drin ist, wenn man in ein anderes Land geht, man dürfte sehr wohl noch Kerosin besteuern. In der Schweiz ist die Problematik, dass das wegen diesem Abkommen jetzt in allen bilateralen Staatsverträgen drin ist. Also man müsste jetzt beginnen, wenn man die Staatsverträge revidiert, diese Klausel rauszunehmen. Und ich glaube, das ist etwas, was politisch angegangen werden muss. Da bin ich 100% bei Ihnen. Aber es ist nicht so einfach, dass wir das mit einer einzelnen Abstimmung in der Schweiz erledigen könnten, sondern es ist etwas, was ein bisschen mehr Zeit braucht. Aber ich glaube auch, es ist ein sehr wichtiges Ziel, dass wir von dieser ungerechtfertigten Subventionierung des Flugverkehrs auch wegkommen. Mhm. Also nehmen wir die Verantwortung wahr oder nicht? Also unsere Aufgabe sehe ich vor allem darin, dass wir die Mehrheit in der Schweiz davon überzeugen, dass wir die Auslegung dieses Chicago-Abkommens anders machen und dann beginnen, in der Schweiz Kerosin zu besteuern und quasi mal vorangehen und versuchen, unsere Partnerländer dann mitzunehmen. Das wäre, denke ich, ein möglicher Weg. Aber wie gesagt, auch das nicht heute und morgen wahrscheinlich zu erwarten. Aber wir arbeiten dran. Also es zeigt einfach auch, wie stark eben diese fossilen Strukturen eingeschrieben sind, eben auch in Staatsverträge, in Gesetze und in alltägliche Reglemente und wie beschwerlich dieser Weg ist, aus diesen eingefressenen Strukturen eben auch hinauszukommen. Ja, aber hoffen wir auf viele Nachtzüge, hoffen wir auf eine wirkungsvolle Flugticketabgabe und hoffen wir auf einen raschen Wandel und auf kühlere Zeiten. Ganz herzlichen Dank hier auf dem Podium für die Diskussion und für die Beiträge. Ganz herzlichen Dank Ihnen fürs Mitdiskutieren und fürs Zuhören. Vielen Dank. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, jetzt kommt der schönste Teil, nämlich das Danke-Sagen. Ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken. Das war die Veranstaltung Jetzt die Weichen für Zug statt Flug stellen. Das war bereits die 5. Veranstaltung von Umverkehr, der Veranstaltungsreihe Umverkehrt und Abgehoben. Es wird noch eine weitere Veranstaltung geben, die wird im November stattfinden. Und wir werden Sie auf jeden Fall dann zu gegebener Zeit informieren, wann das stattfinden wird und was das Programm sein wird. Wie Franziska Rieser bereits gesagt hat, sind eigentlich sämtliche Referate und auch die Videos der Präsentationen online aufgeschaltet von allen Veranstaltungen, die wir bis jetzt hatten. Es sind wirklich sehr informative und sehr umfassende Referate und Videos, die man da anschauen kann. Und wir werden selbstverständlich auch alle Präsentationen und die Referate von heute auch online stellen. Also Sie können, wenn Ihnen etwas zu schnell gegangen ist oder so, das gerne auch dann nochmals, ich würde sagen, ab Mitte nächster Woche nachschauen oder dann auch gerne weiterleiten an Leuten, die Sie finden, die sollten sich das unbedingt einmal anschauen. Ich habe Ihnen ein kleines Dankeschön mitgebracht. Ich habe da eine Schokolade, die nachhaltig produziert wurde. Ich hoffe, angesichts der Hitzewelle, über die wir auch schon gesprochen haben, dass sie nicht davonfließt auf ihrem Nachhauseweg. Und wenn wir schon bei der Hitzewelle sind, dann würde ich gerne die Gelegenheit nutzen, um auch auf eine andere Schwerpunktkampagne von Umverkehr einzugehen. Wir sind nämlich aktuell dran mit den Stadtklimainitiativen in mittlerweile 8 Städten der Schweiz und es kommt eine 9. noch dazu im August, die Ursachen und die Folgen der Klimakrise eigentlich zu bekämpfen. Wir möchten nämlich während 10 Jahren 1% der Straßenfläche umwandeln, zur Hälfte für mehr Platz für den Fuß- und den Veloverkehr sowie den öffentlichen Verkehr, zur anderen Hälfte aber mehr Grünfläche mit Bäumen schaffen, damit eben die Städte auch abgekühlt werden können. Wer aus einer Stadt kommt, wo die Initiativen aktuell noch laufen,
Also das, ich zähle jetzt nicht alle auf, das geht so lange, aber dann könnt ihr euch gerne bedienen. Es hat dort hinten noch Fahnen und es würde mich sehr freuen, wenn Sie eine Fahne mitnehmen könnten und gut sichtbar aufhängen würden. Das würde unserem Anliegen sehr helfen. Ja, damit bin ich schon am Ende. Umverkehr gibt es übrigens mittlerweile bereits seit 30 Jahren und es freut mich sehr, dass wir diese Gelegenheit wahrnehmen können und dann gemeinsam noch anstoßen können. Wir haben ein kleines Apero noch vorbereitet. Vielleicht, wenn die eine oder andere noch kurz helfen könnte, da hinten im Kühlschrank ist das kühle Bier und der kühle Weißwein, das doch nach vorne zu tragen. Es hat auch noch Sandwich. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie noch kurz da bleiben würden und wir noch angeregt weiter diskutieren könnten. Und ich würde sagen, die Damen und Herren auf dem Podium haben noch einmal einen riesengroßen Applaus verdient. Ganz herzlichen Dank.